Hallo Banz, vielen Dank. Meine Fresse. Ihr seht wundervoll aus. Ich habe so viel Gutes gehört von diesem Abend hier und ich glaube, mir wurde nicht zu viel versprochen, wirklich. Viele Leute haben sich ganz, ganz fein gemacht und man merkt euch an, ihr seid alle ganz freudig in Erwartung auf den wundervollen Abend, der sehr lange dauert. Und ich bin ganz, ganz glücklich, hier zu sein. Vielen Dank. Als ich einmal die Idee hatte, irgendwann, vor ganz, ganz vielen Jahren, vielleicht auch eine kleine Liedermacherin zu werden, da hätte ich mir nicht träumen lassen, mal auf so einer Bühne zu stehen. Und das machen natürlich nur Menschen möglich, die solche Musik auch hören wollen, ne? Ist klar. Also ihr jetzt. Danke. Ja, ihr könnt ruhig mal für euch selber klatschen, ist auch mal schön. Kennt ihr das Gefühl auch, dass man denkt, das gab's doch irgendwie alles schon mal? Die Vivid Curls haben mich gerade sehr berührt mit dem Lied für die Oma. Ich musste an meine Großmutter denken und fürchterlich weinen und dachte, scheiße, wenn jetzt die Schminke verläuft, dann bist du im Fernsehen. Mit verschmierter Wimperntusche. Naja. Ich dachte an meine Großmutter und ich dachte daran, was sie wohl sagen würde, wenn sie jetzt noch da wäre. Wenn sie wüsste, dass ich hier spiele. Und ich glaube, sie wäre ganz schön beeindruckt. Früher hat sie mir immer gesagt, lern doch lieber was Richtiges. Sie hielt mich auch so für ein bisschen weltfremd. Sie hat immer so Sachen gesagt, unsere Kleine ist ein bisschen naiv und weltfremd und so. Und sie hat mich fürchterlich genervt manchmal. Genervt mit ihren Ängsten und genervt damit, dass sie manchmal gemein zu mir war. Und ich bin ganz, ganz froh, habe ich gerade gedacht, dass ich, bevor sie gestorben ist, begriffen habe, dass sie mir nichts tun will, dass sie einfach nur eine große, vernarbte, hilflose Riesin ist, die ihre ganzen Päckchen mit sich rumträgt, die sie so im Leben erlebt hat und vielleicht manchmal unbewusst weitergibt. Und nochmal sehr deutlich geworden ist mir das, als ich selbst Mama geworden bin, mein Sohn ist jetzt 11 Jahre alt, dass man oft Dinge einfach so weitergibt und gar nicht darüber nachdenkt, warum. Und dann steht man an der Supermarktkasse und schimpft mit seinem Kind wegen irgendeinem Quatsch. Und dann merkt man hinterher, man wollte jetzt eigentlich bloß nicht, dass andere Leute denken, dass man eine schlechte Mutter sei. Aber eigentlich hat das Kind überhaupt nichts gemacht. Und dann dachte ich, was kann ich jetzt tun? Mein Kind muss in die Welt hinaus. Und was ist mir eigentlich wichtig? Was möchte ich ihm mitgeben und was kann ich machen? Ich kann halt ganz gut Lieder. Und dann dachte ich, ich hinterlasse ihm ein Lied. Ein Lied, dass er weiß, dass ich immer hinter ihm stehe und dass er frei sein soll. Ganz frei. Und wenn er frei ist, dann kann er auch anderen Leuten die Freiheit erlauben. Und der ganze Rest sollte dann eigentlich von alleine passieren. Für alle, die mal Kinder waren und für mein Kind. Testament. Du warst mal ein Kind und auch ich war mal klein und auch uns haben sie was erzählt. Und dann macht man das alles und versucht so zu sein und dann merkt man, dass einem was fehlt. Und dann verlernt man sich richtig zu spüren und man flüchtet sich in Kunst oder Konsum. Und während ihr fleißig Pläne macht, lachen die Götter sich krumm. Lasst eure Kinder mal was dazu sagen, hört ihnen richtig zu. Die spüren sich noch, die haben Feeling für die Welt, die sind klüger als ich und du. Und denkt dran, bevor ihr antwortet, ihr seid auch bloß verletzte Kinder. Am Ende gibt's wieder ganz neue Symptome und ihr wart die Erfinder. Und dann sagt ihnen wieder, wie's richtig geht, werd erwachsen und bist du naiv. Predigt Formeln, lasst alles in Hefte schreiben, die Götter lachen sich schief. Achtet auf Schönschrift und Lehrpläne und dass sie die Bleistifte spitzen. Zeigt ihnen Bilder von Eichenblättern, während sie drinnen an Tischen sitzen. Und dann ackern und büffeln und wieder auskotzen und am Nachmittag RTL 2. Am Wochenende geht's was Schönes kaufen, fertig ist der Einheitsbrei.
Jeder, der sich nicht anpasst, wird zum Problemkind erklärt. Und jede, die zu lebhaft ist, kriegt eine Pille, damit sie nicht stört. Und damit betrügt ihr euch selber, denn kein Kind ist ein Problem. Und all die Freigeister, all die Schulschwänzer, nur Symptomträger im System. Doch bedenkt, wenn ihr so hart urteilt, ihr seid auch bloß gefangene Geister. Der Unmut wird immer lauter und die Lehrer schreien sich heiser. Empört euch, dass Hänschen nicht ist, was er sein soll, sondern nur, wer er nun mal ist. Die Götter pullern sich ein vor Lachen und ihr denkt, dass ihr was wisst. Und wenn Hänschen ein Hans ist, der eigene Kinder hat, denen er was erzählt, dann merkt Hans und Kunz und ihr vielleicht auch, dass wieder irgendwas fehlt. Ihr habt Wünsche und Träume und rennt damit ständig an imaginäre Wände. Und jeder Wunsch, den ihr euch erfüllt, der ist dann halt auch zu Ende. Geht hier nur mal durch und verfundene Zahlen und wartet, bis die Burnouts kommen. Schmeißt euer Geld für Plastik raus, um ein kleines Glück zu bekommen. Das Beste aus Cerealien und Milch, noch ein Carport und noch ein Kredit. Und alle find's scheiße, aber alle machen sie mit. Und alle find's scheiße, aber alle machen sie mit. Ihr Klugscheißert und kauft trotzdem. Und die Werbung verkauft euch für dumm. Und dann sitzt ihr vor euren Flachbildfernsehen und meckert auf den Konsum. Wenn ihr das Welt nennt, bin ich gern weltfremd. Die Götter lachen sich krumm. Wenn ihr das Welt nennt, bin ich gern weltfremd. Die Götter lachen sich krumm. Ihr Traumverkäufer, Symptomdesigner, merkt ihr noch, was passiert? Wer hat euch das Land und das Wasser geschenkt, das ihr jetzt privatisiert? Ihr Heuchler, ihr Lügner, ihr Rattenfänger, ihr Wertpapierverkäufer. Man hat euch Geist und Gefühl gegeben und doch seid ihr nur Mitläufer. Ihr großen, vernarbten, hilflosen Riesen, ihr wart doch auch mal klein. Und jemand hat euch mit Schweigen gestraft und ließ euch darin allein. Und jetzt hört ihr nicht nur die Götter nicht lachen, ihr hört auch die Kinder nicht weinen und sagt ihnen weiter, es würde nicht wehtun, ohne es so zu meinen. Macht ihr ruhig Pläne, ich stehe am Rand, ich sehe euch und ich bin nicht allein. Hinter mir stehen mehr und mehr Weltfremde, die passen auch nicht hinein. Und jetzt wartet nicht auf ein versöhnliches Ende, den Gefallen tue ich euch nicht. Kein Augenzwinkern, keine milde Pointe, die das Unwohlsein wieder bricht. Irgendwann werden die Götter nicht mehr lachen und falls es mich dann nicht mehr gibt, hinterlasse ich ein Kind, das sich selbst gehört und dies unhandliche Lied.